Moin, ihr Lieben, und frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ja, ich habe heute ein besonderes Unpacking für euch, denn wir haben gewichtelt. Wir, das sind die Mädels aus der Leserunde All You Can Read. Wir lesen ja einmal im Monat immer ein Buch zusammen und ja, schon seit, ich weiß gar nicht, seit wann ich dazu gestoßen bin, irgendwann mitten im Jahr. Und das bringt einfach unglaublich viel Spaß und wir haben uns total lieb gewonnen und jetzt hatten wir echt Lust zu Weihnachten uns gegenseitig etwas zu schenken und deswegen haben wir gewichtelt und wir haben uns gegenseitig ausgelost, wer wen beschenken darf. Wir haben uns den Betrag, ich glaube, es waren irgendwie 20 € vorgenommen, dass in diesem Bereich wir uns was gegenseitig schenken. Wir haben ein paar ja, Wunschzettel ausgetauscht, buchige Wunschzettel, aber auch so ein paar Kleinigkeiten und ja. Wen ich beschenken darf, das werdet ihr dann wahrscheinlich in den anderen Videos sehen. Ich werde die alle in der Infobox verlinken, sobald die online sind. Und ja, schaut sonst auf jeden Fall bei den Kanälen vorbei. Die werde ich auf jeden Fall unten reinschreiben in die Infobox. Und wir machen jetzt kein großartiges Rätsel draus. Ich wurde von der lieben Sarah Sophie bewichtelt. Wir haben zu Anfang das geheim gehalten, aber wir wollten jetzt während des Wichtelns kein Rätsel draus machen, wie man das ja manchmal so macht, weil wir einfach nur sechs Mädels sind und da wäre das dann einfach ja, zu einfach zu erraten. Ja, wir haben gesagt, es sollte schon ein Buch dabei sein. Wie viele, das kann jeder dann selbst sehen, wie er denn mit dem Betrag zu Rande kommt, wie er das gerne einteilen möchte. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Paket jetzt aufkriege. Das ist so gut zugeklebt. Ich weiß gar nicht. Ich versuche es mal auf der Seite. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass das irgendwie gut duftet. Also ich kann mir vorstellen, gerade bei Sarah Sophie und weil sie ja weiß, dass ich auch so ein kleiner Duftjunkie bin, nicht so sehr wie sie, aber schon ziemlich sehr, dass da ein paar Duftkerzen dabei sind. So kriege ich es denn gebacken hier? Nee, ich krieg's nicht gebacken. Ach so, vielleicht so. Nicht, dass ich jetzt irgendwas kaputt mache, aber es lichtet sich langsam. Ich habe mich schon so drauf gefreut, das auszupacken. Gott sei Dank hat es ein bisschen nicht zu Hause warten müssen, sondern bei der Post. Ich hatte immer keine Zeit, es abzuholen. Ich glaube, es ist aber so besser gewesen, dass es bei der Post gewartet hat, als hier bei mir zu Hause, wo ich es immer vor der Nase habe und nicht auspacken konnte. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ich finde ja auch schon das Paket so niedlich, so in diesen rosa Farben. Auch wenn das nicht so meine Farbe ist, aber als Paket finde ich das sehr niedlich. So, wir schauen mal rein. Hier kommt erstmal eine Karte. Die möchte ich mir jetzt erstmal anschauen. So ein süßes Papier mit Schneeflocken drauf. Und da werde ich jetzt einmal Sarahs Nachricht durchlesen. Ja, ich denke, ich kann das getrost einmal kurz vorlesen. Liebe Ramona, ich hoffe, du freust dich über dein Wichtelpaket und die Dinge, die ich ausgesucht habe für dich. Fröhliche Weihnachten wünsche ich dir und deinen Liebsten. Fühl dich von Herzen gedrückt. Deine Sarah. Ja, kann ich nur so zurückgeben. Ich wünsche dir alle auch alles Gute, fröhliche Weihnachten und hoffe, dass du auch bei deinem Wichtelpaket Freude hast beim Auspacken, wer auch immer dir denn das geschickt hat. So, und dann ist mir schon was entgegengekommen. Und zwar ist es der Zamonien-Kurier. Ich bin ja ein großer Walter Mörs und Zamonien-Fan. Finde ich sehr cool, dass du das da reingepackt hast. Ich kenne den allerdings schon. Ich habe den letztens auch entdeckt und habe den mir sofort gekrallt. Aber so als ja, so ein Zwischenpapier ist es natürlich perfekt zur Einstimmung. Und oh mein Gott, ist das süßes Geschenkpapier oder beziehungsweise sind Servietten als Geschenkpapier auch total eine tolle Idee. Ich zeige es euch jetzt nochmal, wie es jetzt aussieht. So, jetzt ist mein Bommel nach hinten gefallen. Das geht nicht. Der muss so nach vorne. So. Okay, wo fangen wir an? Ich finde, wir fangen mit dem Kleinen an. Hier, so ein kleines Bonbon ist das. Es fühlt sich hart an. Vielleicht aus Glas. So, hätte ich mir jetzt vielleicht noch irgendwie eine Schere holen müssen. Ich meine, ich habe ja einen Cutter, aber ich habe ein bisschen Angst. So,
eine Ende ist auf. Vielleicht kriege ich es jetzt da raus. Jetzt muss ich die Serviette eigentlich leider ein bisschen kaputt machen. Ah, es ist ein Nagellack. Und zwar ist es ein so ein mattroter von Essence Shine Last and Goal. Mal gucken, steht da die That's the Spirit, heißt der Nagellack. Ja, finde ich cool. Ich habe ja jetzt auch einen roten Nagellack auf mit Glitzer, Weihnachtsnägel, aber das ist so ein richtiges Weihnachtsrot, könnte man sagen. Ich glaube, der heißt sogar Santa Claus oder so. Und der ist jetzt so ein bisschen mattrot. Finde ich auch ziemlich cool. Schon mal sehr gut. Ich glaube, den Farbton habe ich auch noch nicht. So, was haben wir hier noch? Ich sehe Yankee Candle Tarts. Die hole ich mir mal raus, weil die nämlich nicht eingepackt sind. Die nehme ich mir einmal. Und zwar ist es einmal Moonlit Garden. Wahrscheinlich ein blumiger Duft. Ich werde einfach mal dran riechen, wenn ich das aufkriege hier. Ah, jetzt. Jetzt. Ja, es ist ein blumiger Duft. Aber ich kann euch nicht sagen, nach was das riecht. Oder was das für Blumen, Blüten sind. Keine Ahnung, aber es riecht blumig, frisch, schön. Und die beiden kenne ich hier. Und zwar ist es einmal Sweet Morning Rose. Den hatte ich schon. Ich glaube, das ist eine relativ neue Kollektion. Riecht blumig, aber auch sehr zuckrig. Finde ich eine interessante Mischung. Also den hatte ich schon mal und den mochte ich auch ganz gerne. Und dann ist hier noch Sweet Nothings drin. Ich glaube, den mochte ich nicht so. Der war mir ein bisschen zu seifenblasig. Also ich weiß, dass da viele Fans von gibt. Aber der war mir ein bisschen zu seifig. Ja, aber ich finde ihn jetzt nicht schlimm. Vielleicht probiere ich einfach nochmal aus oder ich verschenke ihn. Was mir hierzu auffällt, ist, dass die sehr gut Ton in Ton sind. So eine schöne Abstufung, lilafarben. So, an der Seite haben wir hier noch Tee. Und zwar ist das, das ist das, was rausgerochen hat. Gar nicht die Yankee Candle Tarte, sondern der Tee. Und zwar ist das Früchtetee mild mit Erdbeer-Popcorn-Geschmack. Wie geil ist das denn? Apfelstücke, kandierte Papaya-Stücke, Weinbeeren, rote Beete-Stücke, Erdbeerscheiben und Popcorn. Ich muss ihn einmal aufmachen. Achso, ich zeige ihn euch erstmal. Ich hatte geschrieben, beziehungsweise wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, dass wir gerne Tee trinken und Früchtetee nicht, also so aus den normalen Läden, nicht so unseres ist, weil die immer so sauer sind. Und die riechen zwar auch alle unglaublich toll, aber wenn da Hibiskus oder Hagebutte drin ist, dann ist das sofort sauer und schmeckt nicht schön, finde ich. Aber hier steht extra mild drauf. Hammer. Und da ist tatsächlich Popcorn drin. Ja, bin ich gespannt, wie der mir schmecken wird. Ah, ja, richtig gut. Popcorn riech ich jetzt weniger. Ich rieche eher so die Erdbeere und so ein bisschen sahnig-erdbeerig. Riecht das gut. So, also auch Wunderbärchen. Und als letztes erfülle ich hier zwei Bücher. Auch so in diesen schönen Servietten. Total schön. Mit dem Goldpapier. Welches nehme ich? Das sind zwei Taschenbücher. Ich nehme mal das dünnere von beiden. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe keine Ahnung. Es gibt doch keine Hinweise oder so. Ich lusche mal. Ich sehe nur lilafarben und es steht magisch. Dieses Buch ist in einem Wort magisch. Das sagt mir gar nichts von hinten. Okay, ich lüfte es langsam. Ach, guck mal, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ist ja cool, aber ich glaube, das hat sie auch. Ich habe das, glaube ich, auch in ihrem Regal gesehen. Und zwar Lichter auf dem Meer von Miguel Reiner, ich weiß gar nicht,
wie der die ausgesprochen wird. So, und zwar, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung magischer Realismus, auch wieder so ein Genre-Mix und auch sehr emotional. Ich werde euch das mal vorlesen. Dieses Buch ist in einem Wort magisch. Die Grapes haben in ihrem Leben nicht viel Glück gehabt. Nun sollen sie auch noch aus ihrem Häuschen ausziehen, das auf einer Tuffsteinklippe steht oder Tuffsteinklippe steht und als absturzgefährdet gilt. Doch nach einem nächtlichen Unwetter findet sich das alte Ehepaar plötzlich zu seinem Erstaunen mitten auf dem Meer wieder, in ihrem schwimmenden Haus und vor der abenteuerlichsten Reise ihres Lebens. Ja, ich glaube, ich habe das Buch irgendwo auch in einem YouTube-Video entdeckt. Ich weiß nicht, ob es bei Melanie von Melanie Lies war, wo sie die Neuerscheinung vorgestellt hat. Jedenfalls habe ich es da gesehen und dann auf meinen Wunschzettel gepackt, weil das wieder so was Spezielles ist, so was Besonderes ist und man nicht so richtig weiß, wo das hinausläuft, worauf es hinausläuft. Was für ein unglaubliches Buch. Ich habe noch nie in einen solchen Roman gelesen. Lichter auf dem Meer ist eine derart großartige Geschichte mit so herzerwärmenden und menschlichen Protagonisten, dass ich manchmal vergessen habe, dass sie gar nicht wirklich existieren, sagt Goodreads oder sagt irgendjemand von Goodreads. Ein intensives, ergreifendes, herzzerreißendes Buch. Eine Geschichte über Liebe und Hoffnung, wenn alles verloren scheint. Eine Stimme, die ins Herz trifft, wie ein leuchtender Blitz. Ja, das habe ich ja vermutet, dass es auch in diese emotionale, rührende Richtung geht und vielleicht auch so ein bisschen symbolisch ist. Und ich hoffe aber auch so ein bisschen surreal und ein bisschen magisch. Ja, ich mag das Bild auch mit diesen Wetterleuchten und eben auch diesem schwimmenden Haus und im Fenster sieht man halt zwei Personen. Ja, das ist schon mal sehr klasse, fällt mir gut. Und das nächste ist ein bisschen dicker, ist wahrscheinlich eine Klappbroschüre. Finde das ja auch immer interessant. Ich habe eine Wunschliste geschickt, meine Amazon-Wunschliste, wo wirklich alles drauf ist. Ich habe vorher noch mal ein bisschen rüber geguckt, ein bisschen aussortiert, ein bisschen raufgepackt, weil ich finde das schön, wenn man überrascht wird. Ich finde es schön, etwas geschenkt zu bekommen, was man sich wünscht, aber gleichzeitig ein bisschen, ja, Überraschung zu haben. Und deswegen finde ich diese Mischung aus beiden irgendwie besonders schön bei diesen Wichtelpaketen. Und es ist halt immer klasse zu sehen, wer was von meiner Wunschliste halt rauspickt. Ich glaube, wäre jetzt Kali das gewesen, die mich bewichtelt hätte, die hätte noch mal was ganz anderes rausgepickt. Und ja, bei dem hätte ich tatsächlich auch auf Sarah Sophie tippen können. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon gelesen hat bei dem ersten. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, das ist. Oh, ja. Auch so ein Buch, was Sarah Sophie gefallen könnte. Oder hat. Ich glaube, das hat sie schon gelesen. Und zwar ist es. Ja, ich pack's schon aus. Das ist es hier, Das Haus am Rand der Klippen von Lucy Clark. Um dieses Buch bin ich auch schon herumgeschlichen. Es ist auch eigentlich überhaupt nicht mein Hauptgenre. Und ich wusste auch nicht, geht es eher in die spannende Richtung oder ist das eher ein sommerlicher Roman? Aber mir hat einfach das Setting sehr gut gefallen. Ich möchte es euch einmal vorlesen, weil ich es jetzt nicht hundertprozentig zusammenkriege aus dem Kopf. Ich bin in deinem. Nochmal, nochmal, in Ruhe. Ich bin in deinem Haus, ich bin in deinem Kopf und ich kenne dein Geheimnis. Das Haus am Rand der Klippen war Els größter Traum. Doch kaum eingezogen, liegt ihre Welt in Trümmern. Ihre Ehe zerbricht, sie ist bankrott und ihr Verlag drängt auf ihr neues Buch, während sie mit Schreibblockaden und Schlaflosigkeit kämpft. Der Abgabetermin rückt näher. Ihre Existenz hängt davon ab und vielleicht liegt es an den angespannten Nerven, dass sie sich ständig beobachtet fühlt. Doch als Elle von einer Reise zurückkehrt, spürt sie schon beim Betreten ihres Hauses, dass etwas anders ist. Jemand war hier und hat ihr schlimmstes Geheimnis entdeckt. Ja, es gibt so mehrere Punkte, die mich hier angesprochen haben. Eben einmal das Setting, dieses Haus an der Klippe. Dann finde ich es immer klasse, Protagonisten zu haben, die Schriftsteller sind oder irgendwas mit Thema Buch ja, irgendwie am Haken zu haben.
Und denn dieses Psychologische. Es hat ja so Thrill-Elemente, so Psychothriller-Elemente. Und ich mag das, wenn jemand nicht weiß, was Realität ist, oder wenn der Leser nicht weiß, was ist Realität, was ist Einbildung. Kann man dem Protagonisten trauen? Kann man den Einbildungen oder den Wahrnehmungen des Protagonisten trauen? Und was ist hier überhaupt das Geheimnis, wenn man vieles erst herausfinden muss? Ja, ich bin gespannt, in welche Richtung das denn wirklich geht. Es steht ja Roman drauf. Es liegt, glaube ich, auch immer bei den Romanen. Also so ein purer Thriller wird es wohl nicht sein, obwohl es sich für mich irgendwie so liest. Ja, ich finde, dass es tatsächlich eine Sarah-Sophie-Auswahl ist. Falsch rum. Also tatsächlich hätte ich das mit ihr sogar verbunden. Hier steht, glaube ich, nichts drin. Sie hat jetzt nichts, ich glaube jedenfalls, nichts reingeschrieben oder keine Notiz hingelegt. Da werde ich sie auf jeden Fall mal fragen und ob wir das eventuell irgendwie zusammenlesen wollen oder ob sie mir da irgendwie ein bisschen noch mehr Lust drauf machen möchte, indem sie sagt, ach, das fand ich so klasse. Ja, also ein schönes Wichtelpaket. Ich gucke noch mal rein. Es ist leer und es hat auf jeden Fall meinen Geschmack getroffen. Ich rieche immer zudem ganze Zeit schon den Tee und er riecht einfach unglaublich gut. Da werde ich mir, glaube ich, gleich eine Kanne von machen oder auf jeden Fall einen Becher. Gut, bei den Düften ist jetzt auch nicht schlimm, wenn da jetzt irgendwie einer dabei ist, den man jetzt nicht hundertprozentig mag. Ich glaube, da wird sie mir verzeihen, wenn ich da einen Duft weiter verschenke, der den Duft mehr mag. Aber mal gucken. Es ändert sich ja auch immer der Geschmack. Ja, also vielen, vielen lieben Dank, liebe Sarah. Fühl dich geherzt von der Ferne und ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß beim Zuschauen und habt auch ganz viele wunderbare, tolle Geschenke, die ihr auspacken könnt und noch viel wichtiger, tolle Momente mit lieben Menschen. Haut euch den Bauch voll und ja, genießt einfach die besinnliche, frohe Weihnachtszeit mit ganz viel Nächstenliebe und Familie und Freunden und ich würde sagen, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.